Servus, Group One Internet, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Wir müssen zurück zu Jawad. Hier haben wir sie doch, die Quest. Ich habe aber gesehen, ganz kurz in diese Richtung hier. Oh ne, die sind hier wieder gespawnt. Dass sie so schnell wieder spawnen müssen, finde ich nicht so geil. Anders als wenn man Teile braucht und gerade am Farmen ist, grinden ist ja schon gut. Aber ich habe gerade relativ wenig Bock drauf. Hier oben ist ein Flugzeugwrack mit einem Flugzeugschreiber. Flugschreiber. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also was heißt richtig gesehen? Ich weiß, dass es hier eins gibt. Problem ist nur, dass hier auch wieder Maschinen sind, die müssen wir erstmal erledigen. Und auch ganz schön viele, Alter. Das Wrack ist verstreut. Und das ist auch noch ein Langbein. Das Signal scheint von hinter diesen Reifen herzukommen. Finde ich so geil. Ausgerichtet ein Langbein. Ich brauche Energie, um die Tür zu öffnen. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Zug ist. Oh, der Arm ist total am Ende. Arm Sau. Easy erledigt. Ich habe echt gedacht, dass es eigentlich erst am Anfang schwieriger ist, aber es ist echt easy. Aber gut, ich bin halt auch schon ein guter Farmer. Das ist mit insgesamt vierter Durchgang in Horizon Forbidden West. Als es damals rauskam, ich kann es ja nur nochmal wiederholen, habe ich es auf Twitch gestreamt, das allererste Mal. Blind, als es wirklich frisch war. Dann habe ich es jetzt zweimal New Game Plus gespielt, einmal privat, einmal zur Hälfte, also bis zum Ende privat, und Burning Shores halt dann Let's Played. Das ist jetzt der vierte Mal. Mit allem. Und den fünften werde ich dann auch wieder New Game Plusen mit dem Run hier. Aber dann wieder auf höhere Schwierigkeit. Maybe dann wieder auf Ultra Schwer. Ultra Hardcore. Was eigentlich auch nicht wirklich schwer ist. Wenn man seine Ausrüstung hat und den Skill, wenn man sich auskennt und sowas, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Außer die ganz großen Kreaturen, Maschinen. Donnerkiefer, Schlachtrücken, Sturmvogel, Schreckenflügel eventuell auch noch. Aber nicht, also auch die kann man besiegen, aber die werden halt ordentlich schlucken. Das ist sehr gut. Grünglanzplatte.
Brauchen wir immer die Energiezelle für die Türe. Und das ist ja gleich erledigt. Und von hier sind wir auch perfekt reingelangt. Ja, das wohl doch nichts mit dem Flugschreiber. Eine Metallblume. Der bin ich jetzt mit einem gerechnet. Nicht dran gedacht. Aber egal, wir haben zumindest die Türe offen. Das heißt, wenn wir das dann haben, den Rankenschneider, können wir das easy öffnen. Dann ist das erstmal so. Dann tun wir mal schnell reisen und reden mit Jawad. That's the plan. Sei willkommen, Fremde. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Alvend. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvend her. Und Petra auch. Er zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Krater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvend. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat. Hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvend. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus!
Wir wollen und brauchen dich nicht. Wieder mit Arbeit! Geschieht ihm recht. Weg von mir. Dreck steht dir gut, Arvind. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Aber mal ganz easy so nebenbei. Petra jetzt hier zum Bürgermeister quasi gemacht. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Ich muss definitiv mal wieder Fertigkeitspunkte ausgeben. Ich hab so fucking viele. Schaden und sich rudern. Okay, wir haben ein bisschen wieder was ausgegeben. Ich möchte noch kurz mit Petra quatschen. Dass es irgendwas Neues gibt. Willst du noch was trinken? Wie geht es den Flüchtlingen? Sie bleiben meist unter sich. Aber sie haben Essen und eine Bleibe. Manche haben sogar Arbeit gefunden. Gute Idee, ihnen das Sturmvogelherz zu geben. Ich helfe gern. Ich hoffe, sie kommen wieder auf die Beine. Ich sehe ab und zu nach ihnen. Dann geht's ihnen gut. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Und dank dir habe ich genug damit zu tun, hier alles zum Laufen zu bringen. Dann bist du hier wohl richtig. Ja, vermutlich. Hat Tolland den Flüchtlingen Schwierigkeiten gemacht? Nee. Sein Laden wurde geschlossen, kurz nachdem Arvind weg war. Er hat die Stadt verlassen, mitsamt seinen Schlägern. Gute Reise, sage ich. Halleluja. Dieses Konzessionsdekret, das Arvind wollte, was war das genau? Und was hat er davon gemacht? Das fragen wir jetzt noch tausendmal. Eine miese Mauschelei, das ist es. Es wird immer neu angezeigt, dass sowas ran wird, aber das ist doch... Rechte im Schrecken unter Osseram Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das hätte bedeutet, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr gehabt hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht, mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alwind Anteil an allen Rechten hatte, wäre er dann reicher gewesen als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde gewesen. Und Arvind hätte sich genug Stimmen kaufen können, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Fast wäre er damit durchgekommen. Tja, wir haben dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Muss gehen. War schön, dich wiederzusehen, Petra. Gleichfalls, Flammenhaar. Hoffentlich bis bald. Tja. Hinter Ketten. Überlegen. Ich hab
gibt es irgendwo noch ein Dorf, wo wir dann auch noch eine Arbeit finden. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier das mit dem Langhals. Dass sich jedes Mal alles lichten tut, dann sehen wir auch viel mehr. Dann gehen wir mal hier langsam so eventuell die Richtung runter. That's the plan. Jalla. Unser erster Langhals. Das sollten wir hinkriegen. Es wird immer in komplett andere Richtung angezeigt, obwohl er hier vorne ist. Dackelt er doch. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Headshot. Der Himmelskleider. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Blicke in den Himmel. Ausstellungen. Das große West Array präsentiert die Blicke in den Himmel Ausstellung, in der Sie mit unserem brandneuen Panorama-Holo-Erlebnis die Geschichte der Radioastronomie entdecken und einen Blick durch unsere hochmodernen Teleskope werfen können. Besondere Attraktionen. Möchten Sie sehen, wie unsere Antennen sich bewegen? Pingen Sie unserem Besucherinformationszentrum an, um Daten und Uhrzeiten für dieses Event zu erhalten. November-Sonderaktion. Wir machen uns bereit für die jährliche Sichtung des verlassenen Odyssey-Raumschiffs, das auch 2059 wieder in seiner Umlaufbahn über den großen West Array zu sehen sein wird. Frühbucher erhalten als kleines Dankeschön eine gratis Holoskulptur, entworfen nach den originalen Bauplänen der Odyssey. Denken Sie immer daran, alle Implantate und digitalen Geräte auszuschalten, bevor Sie das Gelände betreten. Das war's wert. Tja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schüsseln entdeckt hat. Wen interessiert zwar sehr denkt, die Touristen fanden es toll, jede Schüssel richtet sich aus eine nach der anderen und spielt den ihr zugewiesenen Ton über die Alarmlautsprecher ab. In perfektem Tempo. Musik ist letztendlich Mathematik. Wissenschaftlern, die die Erhabenheit der Tonleiter nicht zu schätzen wissen, sollte man meiner Meinung nach den Doktortitel entziehen. Wie auch immer, beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach Do und Re sehen. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausrichtsrotoren säubern. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden.
Eine Energiezelle. Getrennt von der Hauptstromleitung. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel betreiben können. Da ist der Generator. Die Energiezelle bringt ihn sicher zum Laufen. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die Konsole von vorhin nochmal ansehen. Mal sehen, was dieses Ding macht. Geht doch. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Maschinen hinten sind alle verrückt durch den EMP. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup finde, wird es überall so sein. Die wird nicht nachlassen. Die drei scheinen Probleme zu haben. Oh ja. Sind wir hier? Wer darf hier nicht? Kommt nicht dazu, helft ihr! Ja! Digga, what the fuck? Io, bleib bei der Ernte! Aber ist das Teil jetzt hingeflogen? Ist irgendwo hier unten liegen. Ich hab den jetzt seinen Schwanz weggeschossen. Sehr schön. Und den haben wir hier geholfen. Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Aloy. Ich bin Dane. Und das ist eure ganze Ernte? Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Das hier ist also Utaru-Gebiet? Genau. Unsere Stadt Rheinklang liegt gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen.
Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Das ist nicht nötig. Bitte. Wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane, du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Ich sollte auch los. Wenn du mal nach Rheinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuch mal vorbeizukommen. Der Priester halb am Sterben, wir reden erstmal über Essen. Nicht schlecht. Ich könnte ja mal gucken, ob ich mir jetzt das eine Outfit holen kann. In Fahrlicht. Ich weiß nicht, was das war. Das war ein Simulator oder was das war? I don't know. Kann ich dir behilflich? Ja, es war ein Zirkulator. War schon richtig. Oh, das ist ein gutes Outfit auch jetzt mal. Gute Resistenzen. Kaufen auch ausrüsten, ja. Ja, damit. Verkauf noch ein bisschen was. So. Bis zum nächsten Mal. Da würde ich sagen, upgraden wir jetzt auch mal ein bisschen was. Was geht halt? Was meinst du? Die noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Tut mir leid. Vorübergehend geschlossen. Bitte was? Was sagen? Was haben wir alles? Beutel-Upgrades. Jägerpfeilköcher. Ich upgrade jetzt einfach mal alles durch, was geht. Den Fall haben wir ja denn das, was wir haben. Den Rest sollte halt sammeln noch. Schon ein bisschen durchgeupgradet, ja. Das Outfit hier. Die Kleidung eines gefeierten Nora-Scharfschützen, getragen von denjenigen, die den roten Raubzügen kämpften. Krallenschreiter Klingenschweif. Die erste Stufe könnte ich mal upgraden. Ansonsten eigentlich nur Krallenschreiter und Stachelschnauzer. Fallenlimit. Schnelle Fallenstellerin und noch ein Platz. Das könnte ich mir eigentlich auch mal hier machen. Falls wir mal irgendwas mit Fallen machen, haben wir hier ein Outfit direkt mal. Was gut ist jetzt schon mal, dass wir jetzt mal ein Outfit haben, womit wir schon mal gut was regeln können. Waffentechnisch bleibt mir erstmal dabei. Die grünen Waffen lohnt sich nicht großartig zu upgraden. Ich warte noch darauf, dass wir endlich mal besseren Bogen und so kriegen. Ich kann aber jetzt eine Spule reinballern. Beziehungsweise ein Gewebe ist es hier mit den Rüstungen. Die Frage ist, was hauen wir rein? Fernkampf oder Nahkampf? Eine Nahkampfspule eigentlich eher. Fernkampf ist schon relativ gut.
Okay, das haben wir dann erledigt. Dann zurück zum Feuerchen. Das wollte ich nicht. So. Das hier ist, glaube ich, auch Feuerklimmer an der Stelle. Das Gute ist, jetzt sehen wir hier zumindest so alles. Hier oben haben wir nochmal ein Jagdgebiet dann später. Da ist eine Brutstätte. Das wird dann auch unsere erste. Ja, und halt die Hauptstory, ne? Das ist Karcher-Lager. Ich bin gerade am überlegen, wie gehe ich denn da am besten jetzt? Reinklang kommen wir noch früh genug hin, also da muss ich jetzt nicht hinsteppen. Da komme ich sowieso hin, wenn ich dann hier die Mission gemacht habe, alles. Da komme ich später so oder so dann nach Reinklang. Das ist nicht das Problem. Da haben wir ein Rebellenlager. Hier ist auch ein Rebellenlager. Und hier sind Grellenschreiter. Brauchen wir auch zu verbessern, ne? Das ist der erste Donnerkiefer. Wovon wir auf jeden Fall erstmal wegbleiben sollten. Mit der aktuellen Rüstung überhaupt keinen Sinn, da zu fighten. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zum Karcher-Lager. In der nächsten Folge und dann bahnen wir uns unseren Weg zur Hauptquest. Dann bedanke ich mich in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Okay. Und zum Treten. Und ich auf Wiedersehen. Diese Freuden kurz. So eine Scheiße, dass ich jetzt genau hier in der Erde bin. Digga. Dann werden wir in Ruhe die Folge beenden und wird hier erstmal attackiert von der Herde, Alter. Nein, lass mich doch kurz die Sonne aufsammeln, lieber. Ich will den einen auch noch scannen, ich glaube, es war wieder eine andere Variante. Na, vorhin konnte ich noch den einen scannen. Ah, hier passt auch. Ist aber normal, oh. Sein, oder? Karpfen.
Gut, aber jetzt wirklich, bevor ich mich hier mit irgendwie verfallen du und weiter erkunden und looten und lauter Sachen erjagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann gehen wir mal zu diesem Karatscher-Lager und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis dorthin, haut rein, euer Boldgamer YouTube. Ciao.